wie kalt. Okay, eiskalt. Ich wollte gerade anmoderieren und dann quatscht sie los. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Star Wars Outlaws. Ja, sehr schön. Mein Name ist Gintonix. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, Kay ist kalt, wie wir gehört haben. Das hat ja perfekt gepasst. Ja, wir haben hier eine Gelegenheit und zwar von Crimson Dawn. Da wollen wir mal hin. Hier ist ein C3PO. Guten Tag. Sehr schön. Da wollen wir doch mal gleich mal gucken, ob wir die Gelegenheit dann auch nutzen können. Naja, wusste ich doch, dass hier was ist, du. Bis hier irgendwann, ne? Irgendwann. Da hat man das dann raus. Da weiß man dann einfach, jo, hier ist was. Hallo. Da gehen wir doch mal hier in den Laden rein, ganz kurz. Moin, was hast denn du? Was brauchst du? Enkuwolle Durast. Oh. Warte mal, für Fähigkeit benötigt? Was. Was für eine Fähigkeit denn? Da brauchen wir es nicht. Da auch nicht. Oder wird das einfach nur für irgendeine Fähigkeit benötigt? Man weiß es nicht. Komponenten? Was ist jetzt hier mit der Datenbank wieder? Ach so, wieder das... Es wird mir wieder alles angezeigt. Ja, sehr schön. Halt nächstes Mal. Ja, ja. Wir gehen nochmal rein. Auf Nummer sicher gehen. Durastahl haben wir auf jeden Fall. Charakterfiliole. Nee, okay. Da kriegen wir nicht so viel. Ja, ebenso. Dankeschön. Okay, hier können wir uns einfach hinsetzen. Ah. Wir sind drin. Rechts vom Tor ist in einem Ziegelstein ein Knopf versteckt. Wieso ist uns der vorher nie aufgefallen? Wir treffen uns heute Nacht und schauen mal rein. Lady Quiara ist sicher, dass die was... Oh, Entschuldigung, da bin ich voll gegens Mikro gekommen. Eieiei, ich bin aber auch professionell, ne? Professionell des Todes. Sorry. Also, wir treffen uns heute Nacht und schauen mal rein. Lady Quiara ist sicher, dass die was aushacken. Daher müssen wir so viele Beweise sammeln wie möglich. Lass mich nicht wieder hängen, hörst du? Die Vertiertische haben Zeit bis morgen. Ein Geheimknopf. Und was machst du? Schaut hier gegen die Wand, oder was? Klasse. Hat immer viel Spaß beim gegen die Wand gucken. Ist die Kammterrasse. Ja, sieht nett aus. Sieht schon cool aus, ne? Sprich mit Dart Subterra. Okay. Moin, wie kann ich dir helfen? Dein Droide meinte, du suchst nach Arbeit. Oh, er ist nicht wirklich mein Droide. Ich meine, wir arbeiten zusammen. Es ist kompliziert. Aha. Der Auftrag lautet, ein Pike-Schiff im Nebel auszurauben. Finde und verfolge es und stiehl zum bestmöglichen Zeitpunkt die Fracht. Hm, klingt einfach. Damit komme ich klar. Ich weiß. Deshalb wende ich mich an dich. Hör zu. Die Fracht darf nicht beschädigt werden. Hast du das verstanden? Ja. Verstanden. Was ist es denn? Nicht dein Problem. Bist du dabei? Okay, wir können leider nicht mehr. Ruf Crimson Dawn gut. Ach, wir kriegen es nicht mehr. Okay, ja, dann stimmen wir blind zu. Ja. Gut. Sonst hätte ich dich auch eliminieren müssen. Ach so, ja, komm. Soll das ein Witz sein? Nein, nur eine Drohung. Na, geh schon. Nett. Ganz Nettigkeit ist das. Ein ganz netti feini Kerl. Ganz fantastisch, wirklich. Ganz, ganz fantastisch. Gut, dann wollen wir mal zur Hauptquest gehen, wa?
Oh, wo kommen wir denn hier hoch? Ah, deswegen ist da der Pfeil, wa? Cool. Ach, das ist das Crimson Dawn Viertel. Ah ja, okay, verstehe. Aber hier kommt man hoch. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Das ist ja schon mal sehr gut zu wissen. Crimson Dawn hat Augen und Ohren überall. Ob sie auch mich hören können, Andy? Mit Sicherheit, aber keine Sorge. Nichts, was du sagst, ist von Belang. Wow, okay. Ja, okay, und wie kommen wir da jetzt denn rein? Hier hoch, oder was? Übrigens, sei in der Kantine vorsichtig. Da wimmelt es von Söldnern. Du willst dich nicht mit Leuten anlegen, die Blasterkanonen mit sich rumtragen. Naja, oder sie verkaufen mir vielleicht ein paar schwere Geschütze. Huh. Wo liegt das Problem? Echt, wo liegt das Problem, sag mal? Das ist also Kijimi-Stadt. Wir sind echt weit weg von zu Hause. Ich kann kein Konya und ich bin aus der Übung. Ja, wir sind, glaube ich, wirklich weit von zu Hause. So, wir reden mal hier. Hey, hallo? Was sagt ihr da über einen geheimen Spielsaal? Wisst ihr, wo er ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich wollte mal danach suchen, aber habe es nie getan. Sie traut sich nicht. Es ist irgendwo im Doma-Refektorium, aber sie lassen nicht jeden rein. Doma-Refektorium, was? Alles klar, danke. Oh, Wale von Kijimi. Moin, was gibt's hier? Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Hi. Ein Job. Ah, es ist ein Crimson Dawn Typ. Ah nee, das ist so ein Ashiga Clan. Ach, gucke mal. Gucke mal. Komm schon, Nix. Vielleicht gibt es hier was Leckeres zu essen. Ist das richtig? Ah ja, das ist richtig. Ach, da sollen wir auch rein. Ich dachte, da sollen wir gar nicht rein. Aber das sieht ja geil aus. Die Tür? Nett. Reden wir mal mit ihm. Hi. Also, ich suche nach einem geheimen Sabak-Spielsaal. Keine Ahnung. Vielleicht weiß der Barkeeper was. Pontik weiß alles. Barkeeper wissen immer alles, Freunde. Die wissen immer alles. Das Domag-Refektorium. Aufträge ansehen. Ich habe leider gerade nichts für dich. Okay, Granage hat nix. Jammer nicht. Nein, ich mein's ernst. Ich pack bald mein Zeug. Hier geht alles den Bach runter, seit die Königin das Imperium. Das Letzte, das ich für dich tue. Also, hier ist der Code für das Tor beim Platz. Bitte um keinen weiteren Gefallen. Das war's. Ich werde dir nicht mehr helfen, also frag erst gar nicht. Code 13QWN. Und ein neuer Sammelgegenstand. Okay. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen lesen, beziehungsweise uns was anhören. Also, versperrtes Tor gibt es hier auf jeden Fall. Dann der Söldner. Experteninformation. Okay. Der Barkeeper im Doma-Refektorium sollte wissen, wo man die Söldner finden kann. Passagier. Walfang unbekannt. Achso, das suchen wir jetzt noch. Und hier haben wir jetzt was. Ach so, Auftragsvermittler haben wir gefunden, ja. Und vom Ashiga-Clan, genau. Gut, dann gehen wir mal in die Sammelobjekte rein. Jets Journal. Kopfgeldjäger. Man sollte wissen, wie man mit Kopfgeldjägern umgeht. Denen geht es nur um Kredit. Entweder du überbietest den Auftraggeber oder du schießt und hoffst, dass sie allein sind. Okay. Klingt nett. Du schießt und hoffst, dass sie allein sind. Das ist gut. So, Orte.
Also, wir haben hier einmal das Domag-Refektorium. Das Domag-Refektorium ist ein altes Refektorium, das zu einem der Dai-Bendu-Klöster gehörte und nach dem Verschwinden der Mönche ein offenes Geschäft wurde. Das Refektorium bietet hauptsächlich heiße Tees und Suppen und die warmen Thermalquellen sind eine willkommene Abwechslung zu Kijimis kalten Straßen. Diebesviertel. Das Diebesviertel ist ein Bezirk in Kijimis Stadt, der einst das Zuhause einer religiösen Gruppe namens Bruderschaft der Seligen, des Seligen Antlitzes war. Ah ja. Nachdem Verbrecher die Mönche von Kijimi vertrieben hatten, wurde das Viertel zu einem Refugium für Banditen und Schmuggler, die untertauchen wollten. Beziehungsweise wollen stand da, glaube ich, ne? Gut, dann gehen wir mal weiter gucken. Sprich mit dem Barkeeper. Angespannt. Ja, und etwas anders vielleicht auch. Aber ich meine, die kennen uns ja auch nicht, ne? Was sollen die denn auch denken von uns? Die kennen uns halt einfach nicht. Hier ist noch so ein Fatih-Rennen. Cool. Ist hier sonst noch irgendwas? Wir reden mal mit ihr zuerst. Dich muss man fragen, wenn man einen geheimen Sabaksaal sucht? Ich bereite hier nur Getränke zu. Ach komm, du weißt davon, nicht wahr? Na gut, hör zu. Einer meiner Gäste hat an diesem Tisch alles verloren. Er ist jetzt am Raumhafen und sucht nach dem nächsten Schiff weg von hier. Vielleicht verrät er dir mehr. Danke, das weiß ich zu schätzen. Ich hoffe, du hast mehr Glück als er. Bestimmt. Okay, dann dürfen wir den also als nächstes fragen. Gut, aber dann sprechen wir erstmal hier mit dem Barkeeper und fragen mal, was so abgeht hier auf diesem Planeten. Ich meine, Barkeeper, wie gesagt, wissen immer alles. Hey, hast du Ankh gesehen? Ankh? Schuldet sie dir etwa auch Kredits? Viel Glück. Warum? Was ist los? Naja, die Ashiga haben sie endlich geschnappt. Sie muss ein paar Millionen Kredits in der Fabrik abarbeiten. In ihrem Alter und mit den Schulden sitzt sie da lebenslang. Ha, das macht es kompliziert. Na, falls sie jemals rauskommt, sag ihr, sie hat noch eine Rechnung offen. Das klingt ehrlich gesagt gar nicht gut. Hey, die 5. Anscheinend steckt Ankh in irgendeiner Fabrik der Ashiga fest. Ich schätze, ich werde ihr da raushelfen müssen. Wenn sie dich erwischen, sperren sie dich auch ein. Hast du eine bessere Idee? Nein. Such zuerst nach einem Plan der Fabrik. Hacke eine Konsole in ihrem Bezirk und sieh zu, was du herausfinden kannst. Ja, das können wir gerne tun. So, was gibt's hier? Pass benötigt. Pass zum Domag-Refektorium. Hallo? Verzieh dich. Du hast hier nichts zu suchen. Okay, sorry, du Model. Du brauchst doch nicht gleich so negativ reagieren, oder was? Das ist ja ganz gemein. Das sieht gut aus. Sieht schön gemütlich aus und warm vor allen Dingen. Richtig nice. Ich sage dir, damit können wir so viel Geld machen. Noch ein neuer Sammelgegenstand. Hier wird Sabak gespielt, da können wir aber nicht mitspielen. Das ist natürlich ein bisschen schade. Anlehnen. Hört man hier was? Nö. Okay. Ich glaube nicht, dass das klappt. Zuhören. Ich sehe keine Möglichkeit. Da sind Sturmtruppen auf dem Landefeld. Die werden uns durchsuchen und die Waffen beschlagnahmen. Auf Kijimi hatte ich jetzt vorher noch nie mit dem Imperium zu tun. Ergriff nochmal. Ich glaube, wir sollten abhauen und die Sache vergessen. Auf keinen Fall. So viele Kredits lasse ich nicht liegen. Außerdem haben wir einen Ruf zu verlieren. Wo hast du das ganze Zeug versteckt? Im Trümmerfeld des Nebels. Ausgezeichnet. Da wird bestimmt niemand suchen. Wir können abwarten. Die Ashiga werden das Imperium hier nicht lange dulden. Wir holen die Waffen, wenn die Luft rein ist. Na gut. Aber das könnte ein Weilchen dauern. Ist das denn ernst? Denken die wirklich, Ashiga kann was gegen das Imperium machen? Ich lach mich kaputt. Moin, du sitzt ja cool da. Musikbox benutzen? Ne, brauchen wir ja nicht. Gut, dann können wir hier nochmal eine Etage hochgehen, wa?
Oh, was ist hier für ein VIP-Bereich? Das ist ja auch cool, ne? Das ist gut. Teeflasche der Daibendu und eine neue Tresorraumkarte. Okay, die ist jetzt hier einfach so erschienen und gespawnt, oder was? Wieso wurde die denn verloren? Das halte ich ja nicht aus, Freunde. Eine der drei Schlüsselkarten, die benötigt werden, um den Tresorraum im Crimson Dawn Viertel von Kijimi Stadt zu öffnen. Haben wir jetzt einfach schon. Nice one. Okay. Crimson Dawn Tresorraum, jawohl, da haben wir ja jetzt schon mal einen. Dann können wir nochmal zu dem Sabak-Spieler gehen. Schmugglertruhe im Kijini-Orbit. Ach, das ist das, was wir ja gehört hatten. Okay, Sammelobjekte. Jetzt haben wir hier noch was gesammelt. Holodramas. Glanok und Yabasi, Folge 44. Zuvor bei Glanok und Yabasi. Yabasi, was machst du denn hier? Was? Meinst du, ich lasse meinen Partner den ganzen Tag alleine im Bagdad sitzen? Vergiss es, Glanok. Ich brauche deine Hilfe bei dem Fall. Ach ja? Wo liegt das Problem? Ich habe den Blaster zu einem Laden auf Ebene 1313 zurückverfolgt. Aber weißt du was? Es gibt keinerlei Aufzeichnungen darüber, dass es den Laden überhaupt gibt. Das muss ein Irrtum sein. Ein Blaster taucht doch nicht einfach so auf. Das denke ich auch. Also habe ich mir die Pläne angesehen. Und rate mal, wir kennen den Besitzer des Grundstücks. Frudeki? Aber das... Ganz recht, Glanok. Bürgermeister Frudeki persönlich. Oh nein! Bürgermeister Frudeki persönlich! Oh nein, oh nein, oh nein! Ah, wir kommen hier aber auch aus der Stadt... Nee, warte mal. Wir kommen hier aus der Stadt raus, oder? Nicht wirklich. Ach, witzig. Hier können wir uns nicht frei... Hier können wir uns nicht frei bewegen. Das ist ja wild, Freunde. Also, das ist ja wirklich. Das ist ja wild. Wild, wild, wild. Okay, dann machen wir aber mal eine schnell. Oh, hier gibt's noch was. Der Barkeeper sollte wissen, wo man die finden kann, die Söldner. Okay, also labern wir nochmal hier mit ihm. Ach so, der weiß sogar noch mehr. Hey, blöde Frage. Gibt's hier irgendwo eine Söldnerin? Sogar jede Menge Söldnerinnen, Kleine. Auch eine, die große Waffen macht? Genauer geht's wohl nicht. Aber red mal mit Rooster. Sitzt schon die ganze Woche da in der Ecke und starrt meine Kundschaft an. Wenn du sie herausbekommst, schulde ich dir was. Danke. Rooster, ist das der Kollege von der Wooster-Soße? Haha, wow, Jin. Ach Mensch, ey. Eieieiei, das hat ganz schön weh gerade. Wow. So. Sitzt sie schon? Ach. Die Coole. Moin. Ach, bist du Rooster? Hab gehört, du kannst mit Waffen umgehen. Mit Lauten. Die meisten, die das hören, lassen mich in Ruhe. Tja, ich brauche etwas Expertise. Du? Bleib du mal schön bei deinem kleinen Blaster da. Hey, hör mir erstmal zu. Ich kann zahlen. Weißt du, ich bin raus. Das Imperium hat mein Schiff zerschossen, mein Arsenal konfisziert. Also sitze ich jetzt hier. Und ich will keine Gesellschaft. Ich könnte dir deine Waffen zurückbringen. Wo haben sie hingeschafft? Keine Ahnung. Hab sie markiert, aber den Empfänger musste ich in einem Asteroidenfeld abwerfen. Keine Chance. Tja, ich habe ein Schiff. Oh, du bist jung. Hast dein ganzes Leben vor dir. Bei mir ist das anders. Lass mich einfach in Ruhe.
Okay, ganz wie du meinst. Okay, sorry, du Model. ND, in diesem System gibt es ein Asteroidenfeld, richtig? Auf einer Schmuggelroute durch den Nebel. Ich glaube, es könnte da draußen was Interessantes geben. Jo, also Kijimi scheint sich... tatsächlich alles so ein bisschen im Orbit abzuspielen. Gar nicht unbedingt hier. Ist auch spannend. Ah, ist auch cool. So, dann gehen wir mal aber hier zu dem Sabak-Spieler. Der soll ja hier sein. Dann machen wir mal ganz schnell eine Schnellreise zu unserem Schiff. Dann spüren wir den mal auf, den Kollegen Schnürschuh. Weil der sollte ja hier irgendwo abhängen. Warte mal, kann der auch theoretisch... Brauchen Sie neue Raumschiffteile? Moin, ja, wir können ja mal gucken. Bereit zur Installation. Oh. Wir haben schon Verbesserungen. Oh, gucke mal. Oh. Schnellschusskanonen. Ja, nehmen wir. Nehmen wir auch. Schön bisschen aufpimpen. War hier nicht noch gerade was? Ah, Quadanium, okay. Nice, haben wir so ein bisschen aufgepimpt, ist doch schön. Schurken-Unterwanderer-Finish. Ja, lass uns das mal ein bisschen umlackieren hier. Oh ja, geil. Treibstoff des Tabakschlitzohrs und leerer Platz. Ah, Schmuck. Ein unersetzliches Stück für Captains, die die Galaxis stilvoll bereisen wollen. Segensfigur aus dem Spiel Kanto passt. Der Hauptgewinn 10 Punkte wert ist und somit die wertvollste Einzelfigur des Spieles. Nehmen wir mal. Besten Dank. Jo, vielen Dank. Aber wo ist jetzt der ausgenommene Sabak-Spieler? Silvianisches Essen? Kommen wir nicht rein, ne? Ah! Komplett übersehen. Da bist du ja. Hallo. Hallo, kannst du mir helfen? Hallo. Kommt drauf an. Was brauchst du denn? Naja, ich war am Sabak-Tisch ein bisschen zu gierig. Ich brauche nur ein Schiff nach Hause. Ich bin fertig mit Kijimi. Hab eine Zugangskarte zu verkaufen, wenn du willst. Was habe ich davon? Mit der Zugangskarte gelangst du an einen exklusiven Sabak-Tisch. Die höchsten Einsätze auf Kijimi. Na, wie wär's? 100 Credits, das ist ja nix. Ja, die kaufen wir. Gut, ich nehme dir die Karte ab. Oh, danke. Ich bin so erleichtert. Ich hoffe, du weißt, worauf du dich einlässt. Ich bin mir sicher, ich komme zurecht. Der Tisch gehört einem Mitglied des Ashiga-Clans. Mit dem solltest du dich gut stellen. Ah, passt zum Domag-Refektorium. Ah ja, siehst du, da... Okay, ich verstehe. Ja, da sind wir. Da dürfen wir nicht rein. Da haben die ja gesagt, nee. Nee, da haben die ja gesagt, nee, komm, hau mal ab. Da haben die gesagt, nee, komm, hör auf. Das haben die gesagt. So, versperrtes Tor. Der Code lautet... Da können wir doch auch nochmal hin. Einmal Quetz oder was? Ah, dachte gerade, hey, was soll man sich hier anschauen? Ach, hier ist auch noch eine Kneipe. Cool.
Hat auch Sabak gespielt. So viele coole kleine Kneipen. Jin kann einfach nicht mehr reden, ne? Ah ne, noch ein weiter. Ah, hier, ja, ja. Nice, sind wir drin. Looten wir uns doch mal hier ganz fix durch. Antikes Armband, okay. Ventis Vorratslager, sehr schön, da haben wir das bekommen. Nice. Läuft bei uns. Läuft bei uns, einmal schnell durchgeludet. Visca, Waffenschmieden, hier, da können wir nicht hin, aber den Knopf würde ich nochmal gerne mitnehmen. Tatsächlich, da laufen wir zurück, weil wir laufen sonst an der Hauptquest vorbei und nicht, dass da irgendwas getriggert wird, mache ich lieber den großen Bogen. Ich hoffe, ihr versteht das. So, dann geht's jetzt hier rechts. Hallöchen. Straße der Königin. Okay. So, ich durfte einmal ganz kurz unterbrechen. Sorry an der Stelle. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Brachianisches Überlebenskünstlergürtel. Okay. Ich glaube, da brauchen wir bisher tatsächlich noch nichts, ne? Oh, was haben wir denn hier? Du schuldest mir was. Die Bestechung fiel höher aus als erwartet, aber hier ist die übliche Chiffre. Das Tor befindet sich in einer Gasse nahe dem Ashiga-Viertel. Bei Sonnenaufgang sollte es da schön ruhig sein. Ich will die Hälfte von allem, was du findest. Denk dran, die Hälfte ist meins. Vier Standen. Was? Ifte? 1-4. Vielleicht sollten wir uns einen anderen Code ausdenken. IFT 1-4. Ifteins. Ifteins. Torcode. Schneide ich nicht. Schneide ich mich. Bin ich einfach zu doof zu. Die Ashiga kontrollieren Kijimi. Irgendeine Idee für ein Treffen mit der Königin? Warum schleicht sie denn? Okay, was haben wir hier? Dann los. Was ist hier? Ist aber nix. Okay, auch gut. Oh, Geheimknopf gefunden. Haha, und gedrückt. Sehr schön. ISB-Bericht. Kira. Name Kira. Alter unbekannt. Beruf vermutete Syndikatsanführerin. Kira ist wahrscheinlich die Anführerin des Verbrechersyndikats Crimson Dawn und sollte als Bedrohung der Klasse 1 für imperiale Interessen angesehen werden. Im Zuge der Ermittlungen des ISB ergab sich, dass der kürzliche Krieg zwischen den Syndikaten das Ergebnis einer Operation war, hinter der Kiara und Crimson Dawn steckte. Durch eine umfangreiche Manipulationskampagne könnte Kira mehrere bedeutende Verbrecherbosse davon überzeugen, dass das Imperium eine Abmachung mit dem Huttenkartell beenden und einem anderen Syndikat Sonderrechte einräumen wird. Außerdem mutmaßt man, dass Kira in mehrere andere mehr oder minder belegte Vorfälle verwickelt war, darunter das Attentat auf die Garde des Imperators und ein Überfall auf Mustafa. Unabhängig davon, ob dies wahr ist oder nicht, stellt Kira eine erhebliche Gefahr für die galaktische Ordnung und die Souveränität des galaktischen Imperiums dar. Okay. Scheint gefährlich zu sein. Nice. Schön was für einen Blaster gekriegt.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich da durchkomme. Unser Respekt muss verdient werden. Cool. Da komme ich also nicht rein. Nett. Das ist ja blöd. Diebesviertel, das hatten wir schon. Königin Ashiga-Statue. Die Königin Ashiga-Statue steht am Eingang des Ashiga-Clan-Viertels und stellt die Anführerin des Clans dar. Königin Ashiga. Die Statue ist mit mehreren ertastbaren Inschriften versehen und stellt so eine sinnträchtige Präsenz für die augenlosen Melito-Mitglieder des Clans dar. Und wir haben noch ein Sammelobjekt bekommen, und zwar hier Kiara, Syndikatsanführerin. 35. Wie alt war Gorak? 47. So, und da kommen wir leider nicht rein. Das ist ja eine miese Geschichte. Die Sicherheitsmaßnahmen sind echt streng. Hast du so ein Verteidigungssystem schon mal durchbrochen, Andy 5? Ja, okay. Ich habe im Separatistenkrieg gekämpft. Oh! Andy 5 hat im Separatistenkrieg gekämpft? Ach, crazy. Cool. Teeflasche der Daibendu. Aber wie kommen wir da denn jetzt rein? Teeflasche der Daibendu. Ja, kommen wir auch nicht hoch, ne? Das ist ja bitter, ey. Ah ja, gucke mal. Also, hier muss es irgendwo eine Konsole geben, auf der ich mehr über Ankh rausfinden kann. Ich sollte ein Gebäude mit einer Radarschüssel auf dem Dach suchen. Okay, ich würde aber mal sagen, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an, beziehungsweise wir gehen dafür nochmal raus, Freunde. Gehen dafür nochmal raus, weil das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, köstliche Grüße, dein Gin Tonics. Ciao.